Die Welt, eine Bühne der Versuchungen, das Mikrofon des Scheitan. Geld regiert die Welt, Macht ist gewollt, Ruhm und Reichtum sind für die Medien Erfolg. Doch der Schein trügt, du kannst der reicheste Mensch dieser Welt sein und gleichzeitig das elendeste Leben führen, während ein anderer der Ärmste der Welt ist, dafür aber der Glücklichste. Denn Glückseligkeit liegt im Herzen. Wie oft hat man gesehen, dass Schauspieler und Co. Selbstmord begangen haben? Waren sie denn nicht reich? Hatten sie denn nicht Macht? Doch, aber sie waren nicht glücklich. Und wie oft hat man gesehen, dass arme Menschen, nachdem man sie gefragt hat, wie es ihnen geht, Alhamdulillah gesagt haben, und sie waren wirklich glücklich? Denn Glückseligkeit kommt nicht vom Materiellen, sondern vom Herzen. Und du wirst niemals glücklich werden können, außer dass du Muslim bist. So sei stolz auf deine Religion, o Muslim. Egal wo du bist, egal was du besitzt, solange du ein praktizierender, stolzer Muslim bist, wird es dir gut ergehen, inshallah. Und die Welt wird dir gehören, denn dann hast du die Oberhand über sie und nicht sie über dich. Assalamu alaikum.